Sie sind hier, 28. Januar 2019, 19:11 Uhr, von Sportinformationsdienst. Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern. DOSB-Präsident Alfons Hörmann fordert die WADA zu Reformen auf Urheberrecht. Getty Images. Für den Präsidenten des DOSB, Alfons Hörmann, ist die derzeitige Situation der Weltdopingagentur untragbar. Die WADA schreie nach einer personellen Neuaufstellung. DOSB-Präsident Alfons Hörmann fordert eine grundlegende Reform der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und hält die Norwegerin Linda Helleland für eine vielversprechende Präsidentschaftskandidatin. Für die Nachfolge des scheidenden WADA-Chefs Craig Reddy komme nur jemand in Frage, der den Laden WADA endlich sauber und klar aufräumt, sagte Hörmann beim Neujahrsempfang des Deutschen Olympischen Sportbundes in Frankfurt, Main. In seiner Rede hatte Hörmann viele Entscheidungen der WADA der vergangenen Monate für immer schwerer intern zu vermitteln bezeichnet und eine klare Linie angekündigt. Der DOSB werde sich in der Thematik weiterhin messerscharf positionieren. Hörmann: WADA braucht personelle Neuaufstellung. Die vorherrschende Situation in der WADA schreit laut Hörmann nach einer personellen Neuaufstellung an der Spitze. Es müsse jemand die Präsidentschaft übernehmen, der die WADA auf den Weg bringt, der notwendig ist, um die Glaubwürdigkeit gegenüber Athletinnen und Athleten dauerhaft zu sichern. Helleland, die bislang einzige offizielle Kandidatin auf die Nachfolge des IOC-Mitglieds Reddy, habe sich in den vergangenen Monaten laut Hörmann klar und deutlich positioniert. Auch sie hält eine Zäsur in der WADA für notwendig. Die ehemalige norwegische Ministerin für Kinder- und Gleichberechtigung, derzeit Vizepräsidentin der WADA, hatte gegen die weltweit kritisierte Wiederaufnahme der russischen Anti-Doping-Agentur RUSA der gestimmt, war aber überstimmt worden. Entscheidung über Reddy Nachfolge im November. Die Wahl zur WADA-Präsidentschaft und damit zur Nachfolge von Craig Reddy, Großbritannien, findet im November auf der Weltkonferenz in Katowice, Polen statt. Möglicher Konkurrent von Helleland könnte der sportpolitisch eher konservative polnische Sportminister Witold Bańka werden. Das WADA-Exekutivmitglied hat eine Kandidatur in Aussicht gestellt. Der Nachfolger des langjährigen Sportfunktionärs Reddy soll turnusgemäß aus der Politik kommen. Politik und Sport teilen sich die Finanzierung der WADA. Von Sportinformationsdienst.